Heute schreibt die Bild-Zeitung, dass Armin Harit wahrscheinlich wechseln könnte. Was ich dazu denke, erfährst du in diesem Video und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke-Update. Ja, Armin Harit soll gegebenenfalls wechseln. Wir haben ja dieses, ich sag mal, Transferkarussell hier auf Schalke. Wir wissen eigentlich ganz genau, dass uns noch ein wertvoller Spieler eben verlassen muss. Und jetzt spekuliert die Bild-Zeitung eben, dass Armin Harit treffen würde. Meine Einschätzung zu der ganzen Sache lautet, bitte verkauft Armin Harit nicht. Und das will ich auch gerne begründen. Und zwar ist mein erster Verkaufskandidat im Moment Suat Serdar oder Weston McKennie. Und zwar deswegen, weil wir zum einen im defensiven Mittelfeld sehr gut aufgestellt sind und da auf jeden Fall keine Unterstützung brauchen für Suat. Serdar spricht, dass er nur noch 2 Jahre Vertrag hat. Das heißt, schon nächstes Jahr würden wir nicht mehr die volle Ablösesumme für ihn tatsächlich bekommen. Alle anderen haben längere Verträge. Und ja gut, Suat Serdar hat mich bislang in der Vorbereitung auch nicht überzeugt, aber das muss ja auch nicht unbedingt was heißen. Ja, Suat Serdar haben wohl die ersten Gespräche auch schon wohl stattgefunden mit Schalke, aber Suat Serdar hat ganz klar gesagt, er beschäftigt sich aktuell noch nicht mit dem Thema und ich glaube, das könnte eben ein neuer Fall Goretzka werden oder eben ein Fall Manuel Neuer, der ja vor seinem letzten Vertragsjahr dann verkauft worden ist und dann auch eben nicht mehr den Preis eben eingebracht hat, den wir eventuell für ihn hätten bekommen können. Das war's heute eigentlich auch schon wieder. Das war ein sehr kurzes Schalke-Update. Wenn dir das aber auf jeden Fall gefallen hat, dann lass mir ein Like da, drück den Abonnier-Button und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall vielleicht später noch im Livestream. Heute 19 Uhr findet Livestream statt. Komm doch einfach mal rein, schau mal rein und Glück auf. Ciao.